Mein Bruder, meine Schwester, was geschieht denn mit uns nach Ramadan, dass wir nicht nur uns erlaubten Dingen nähren, sondern auch Dinge uns nähren, die uns nicht erlaubt sind? Was ist im Ramadan mit, nach Ramadan mit uns los, wenn wir die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala sein lassen? Wenn wir nicht mehr das tun, was Allah subhanahu wa ta'ala uns verpflichtet hat. Und wenn wir uns dem nähren, was Allah subhanahu wa ta'ala uns verboten hat. Warum? Lieben wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr? Weil gerade das, was du tust oder was wir machen, das, was wir machen werden nach Ramadan, mit den Sünden, mit denen wir uns beschäftigen werden, mit den Taten, die wir loslassen, obwohl wir sie machen müssen, yani Allah liebt es nicht. Allah subhanahu wa ta'ala liebt es nicht. Und du weißt es und ich weiß es. Aber wir sagen, wir lieben ihn. Guck mal, ich habe ihm gesagt, liebt ihr? Sagt alle ja. Ich habe gesagt, wir verlassen Dinge, weil wir Allah lieben. Wir lieben Allah mehr als diese Sachen. Darum sagen wir den ganzen Tag nein zum Essen, nein zum Trinken, nein zu dem. So, jetzt Ramadan ist vorbei. Existiert diese Liebe nicht mehr? Richtig, sie existiert. Aber warum machen wir es dann nicht? Kennst du auch den Bruder und ich will sagen, ja, ich kann damit nicht aufhören. Wallah, Bruder, ich kann nicht aufhören. Ich kann mit dem nicht aufhören, mit dieser Sünde und mit dieser Sünde. Ich kann damit nicht aufhören. Ja, nee, es ist wie, als würde ich sagen, ja, es ist mir egal, ob Allah es liebt oder nicht. Ich kann nicht. Ich bevorzuge diese Sache vor Allah Azza wa Jal. Hassan al-Basri sagte zu seinen Schülern, könnt ihr Allah bekämpfen? Nein. Haben die auch gesagt? Nein. Dann sagt er, wenn ihr sündigt, bekämpft ihr Allah. Du lehnst dich gegen den Bruder. Allah sagt nein, du sagst ja. Allah sagt, ich liebe das nicht. Du sagst, aber mir ist egal. Ich kann ohne das. Ich kann damit leben, dass du es nicht liebst. Ich kann damit leben. Aber ich könnte nicht leben, ohne diese Sache zu tun. Egal, was dich oder mich belastet an Sünden. Egal, welches Gebot du nicht folgst von Allah Azza wa Jal. Wisst ihr, was Allah angeordnet hat, ist Anordnung. Er will es sehen. Er will es sehen. Wenn du diese Sache nicht umsetzt, dann bist du in diesem Moment gegen ihn. Obwohl wir sagen, wir lieben ihn. Also fällt dir etwas schwer nach Ramadan, denk an diese Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, die du hier hast, die du gezeigt hast. Weil ich gehe von aus, dass wir aus Liebe zu ihm, als Überzeugung davon, dass er uns sieht, obwohl wir ihn nicht sehen, als Überzeugung davon, dass wir daran glauben, dass wir Belohnung bekommen, während wir fasten, auch wenn wir diese Hasanat gerade nicht sehen. Dass wir das tun, was wir tun. So muss es auch danach sein. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Wahrlich diejenigen, die glauben, in ihre Liebe. Wenn wir uns zu den Gläubigen zählen möchten, weil die Religion hat Stufe nachher, Muslim, Mu'min, Muhsin. Wenn wir uns da zählen möchten, dann muss die Liebe zu Allah Azza wa Jal am stärksten sein. Dann kann die Liebe zu einer Sünde nicht stärker sein. Dann kannst du dich nicht zu denen zählen. Weil, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Weil diejenigen, die glauben, sind am stärksten zu, Liebe, zu ihrer Liebe gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, ein ganzer Monat erziehen wir uns darin. Einen ganzen Monat lassen wir sein. Einen ganzen Monat tun wir und machen wir und versuchen wir. Warum ist diese Erziehung so wirkungslos? Warum wirkt es nicht? Warum nach der, wahrscheinlich bei vielen nach der 27. Nacht oder nach der 29. Nacht, nach dem 30. Tag vom Ramadan, yani nach dem Eid, die Leute, manche feiern sogar Eid mit Sünden. Am Tag sind die in der Masjid, abends sind die am Trinken. Am Tag sind die in der Masjid, abends sind sie Sinn am Begehen. Als Feier des Tages. Yani sie feiern unsere Feiertage, wie diejenigen, die draußen feiern. Warum ist das wirkungslos? Warum wirkt es nicht?
Ich gebe dir ein Beispiel von einem Scheich, der das gegeben hat 1936. Selbe Problematik in der Umma. 1936, Bruder. Äußere Handlung, innerer Sinn. Äußere Handlung, innerer Sinn. Damit du das verstehst, gebe ich dir ein Beispiel. Weil wir müssen das simpel, weil es kann ja nicht sein, dass wir es nicht verstehen. Ja, jeden Ramadan dasselbe. 30 Tarawih, Mashallah, Gebet und Mach und so. Nach Eid, fertig. Es existiert kein Gebet mehr, Bruder. Es existiert kein Gebet mehr. Weder beten noch irgendwas. Darum müssen wir Beispiele geben, Jani, die werden komisch, aber dieses Beispiel muss ich dir geben. Ich versuche es dir so verständlich zu machen, wie es geht. Warum nehmen wir Nahrung auf? Gesundheit oder Energie? Aus Gesundheit, damit der Körper gesund bleibt, oder Energie? Wir brauchen die Energie, damit du dich bewegst. Ja, selbst wenn du ein fauler Mensch bist, brauchst du Nahrung. Ein bisschen brauchst du, um aufzustehen. Sonst schaffst du nicht mehr auf dem WC. Ja. Keine Kommentare mehr, Bruder. Weil sonst werden wir dafür zur Rechenschaft gezogen von anderen Leuten. Lass mal Meckes. Aber sowieso nichts mehr zu tun. Wir nehmen Nahrung aufgrund darauf, dass wir Energie haben oder Gesundheit erreichen. Das ist der Sinn, warum wir Nahrung nehmen in unseren Körpern. Was ist die Art und Weise, wie wir Nahrung nehmen? Wir nehmen etwas, wir tun das in den Mund, wir kauen das, wir schlucken es runter. Richtig? Das ist die beste Art und Weise, oder? Wir trinken es. Wir schlucken es runter, dann haben wir Nahrung aufgenommen. Was sagt ihr zu einer Person, sie nimmt Schlamm, Sand, Asche, Holzkohle in seiner Hand, er führt das in seinen Mund, er kaut daran, er schluckt es runter, hat er Nahrung zu sich genommen? Hat er nicht. Obwohl er die Art und Weise angewendet hat, die uns Nahrung bringt, was wir brauchen. Es ist dasselbe bei einem Abid. Er betet und fastet und er hat nur äußere Bewegungen, aber keinen Inhalt. Er kennt die Art und Weise fürs Gebet. Er kennt die Art und Weise beim Fasten. Er kennt die Art und Weise beim Spenden. Er kennt die Art und Weise beim Hajj oder was auch immer an Taten. Aber er kennt den Inhalt und den Sinn und den Zweck dieser Taten nicht. Das heißt, sein Gebet sind Bewegungen. Sein Fast ist nur eine Enthaltsamkeit von Essen und Trinken. Und darum hat das keine Wirkung. Genauso wie wenn einer Asche nimmt, auf die Art und Weise, wie wir Lebensmittel nehmen, und es ist, seine Wirkung von Nahrung ist null. Jemand, der sich nur im Gebet bewegt, aber nicht da ist und nicht weiß, warum er es tut, und er nicht weiß, vor wem er steht, seine Bewegungen haben keine Wirkung. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, Achi. Ganz einfache Sache. Weil auch wenn du Nahrung möchtest, musst du dich beschäftigen damit, was ein Lebensmittel ist. Was ist überhaupt essbar und was ist nicht essbar? Was muss ich damit machen? Muss ich das kochen, braten? Kann ich das so essen, roh? Genau so ist das in deiner Ibadah. Damit die Ibadah wirkt, musst du dich mit Ibadah beschäftigen. Du musst verstehen, was ist eine Ibadah? Wann ist eine Tat Ibadah? Welche Ibadah akzeptiert Allah Azza wa Jal? Welche Bedingungen? Was will er von mir? Warum will er es von mir? Und viel eher als das, musst du verstehen, wem du anbetest. Wenn du sagst, ich liebe Allah, du musst verstehen, wenn du gerade im Mund genommen hast, was du sagst. Weißt du, wer Allah ist? Dann wundern wir uns über Jet-Imame im Tarawih-Gebet. Brauchst du dich nicht zu wundern, Bruder. Er hat nicht verstanden, warum er es macht. Er muss nur erledigen. Fajr-Gebet erledigt, Dhuhr erledigt, Asr erledigt, Maghrib erledigt, Ishalik, boah, endlich, ich habe alle Gebete durch. Erledigt. Wir beten, damit wir erledigt haben. Ich habe es erledigt. Das Gebet ist eine Last. Für dich ist das eine Last. Für diesen Jet-Imam ist das eine Last. Er muss es erledigen, also sucht er den schnellsten Weg dahin. Und rattert die Fatiha runter, Ruku, Sujud, gibt's gar nicht.
Macht einfach, als wäre das Spiel, Bruder. Bewegungen. Das sind Bewegungen, Bruder. Davon hast du nichts. Da kannst du genau, wenn du essen gehst, Asche im Mund tun. Und du kannst Holz im Mund tun und Holzkohle und was und Sand. Dann hast du auch kein Leben, keine Nahrung aufgenommen. Weil wir uns mit unserer Religion nicht beschäftigen. Weil wir nicht mit der Ibadah uns beschäftigen. Wir gehen in diese Taten hinein, ohne dass wir uns damit beschäftigen. Einer macht Umrah. Wie oft haben wir das gesehen? Der kommt mit uns zu Umrah. Bruder, der versteht nicht, warum wir da sind. Wir sind im Zentrum der Religion. Im ersten Haus von Allah Azza wa Jal. Alle Propheten waren da. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war da. Die Sahaba radiallahu anhum waren da. Und sein einzigster Gedanke ist, schaffe ich den Stein zu küssen oder nicht? Umar ibn Khattab sagt, ich habe dich geküsst, weil ich gesehen habe, der Prophet hat es gemacht. Nur aus Liebe zu dieser Sache. Ich weiß, du kannst mir weder schaden noch nützen. Du hast nicht verstanden, warum wir da sind. Oder, weil du brauchst ein Selfie vor der Kaaba. Damit du das später posten kannst. Ein Selfie. Brüder und Schwestern darin, ach, katastrophal. Katastrophal, Bruder. Beschämen, Bruder. Kannst... Ich habe nur noch Filter drauf. Warum machst du einen Filter? Die sagen ja, ich will dieses Selfie als Erinnerung. Warum machst du einen Filter da drauf? Ja, wir wissen, warum wir wissen. Dasselbe ist meine Frau, wenn sie sich bedeckt. Sie bedeckt sich nach Ramadan und sagt, ja, ich fühle nichts. Ich fühle das nicht, ich weiß nicht, komisch, zieh wieder. Ja, weil Allah verlangt keinen Stoff von dir. Allah subhanahu wa ta'ala verlangt nicht, dass du einfach nur Stoff über deinen Kopf schmeißt. Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dass du erstmal verstehst, warum du dich bedecken sollst. Für wen du dich bedecken sollst. Was du davon hast, was du erreichst. Nicht erstmal in diesseits, in jenseits. In Akhira. Normal, dass du nichts fühlst. Darum ist unsere Ibadet wirkungslos, liebe Geschwister. Und das hat ein Sheikh zu der Umma gesagt, 1936, 2023, ach, wir sind ja in derselbe Problematik. In derselbe Problematik. Da fragt mich einer, da fragen mich Leute, Abu Ali, warum seid ihr manchmal so laut? Ja, Habibi, wenn ich mir Videos angucke vor 10 Jahren, ich habe dieselben Sachen gesprochen. Da stehe ich vor den Muslimen, 10 Jahre danach, und ich muss dieselbe Problematik ansprechen. Ich kann das dann nicht so sagen. Bitte, Bruder. Was soll ich? Ich war Beispiele. Mal langsam. Wenn wir manchmal telefonieren, haben wir das nicht gesagt. Bruder, manchmal. Uns fehlen die Beispiele. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Wenn ich dich frage, liebst du Allah? Ja, Allahu Akbar, Allah. Wenn ich dir sage, aber Allah sagt so, ich kann nicht, Achim. Ich weiß nicht mehr weiter, Bruder. Ja, aber ich kann, ich muss so und ich will und... Ja, aber okay, dann mach, was du willst. Du musst das klären, wenn du vor Allah stehst. Weil ich muss meine Sachen klären, wenn ich vor Allah stehe. Ich kläre deine Sachen nicht. Bruder, ich habe selber was zu tun. Willst du nicht? Kein Problem, mach. Mach. Ja, aber warum muss ich? Und warum so? Bruder, mach, was du willst. Gar kein Problem, mach, was du willst. Du wirst Allah Azza wa Jal treffen. Du wirst Allah subhanahu wa ta'ala treffen, das ist eine Klarheit. Ob dir es passt, nicht wie wir es dir sagen, ob es dir nicht passt, interessiert mich nicht. Wallahi, interessiert mich nicht. Öffne das Buch Allahs, du wirst es finden. Öffne die Ahadithe, du wirst es finden. Öffne die Geschichten der Sahaba, du wirst dich schämen. Oder wenn ich Sahaba-Geschichte lese, ich zweifle an meinem Iman. Ich zweifle überhaupt irgendwas Allah von mir annimmt. So ist es bei den Brüdern, wenn die zum Gebet gehen. Ob Jumu'ah oder noch. Jumu'ah, schlimmste Bruder. Achi, kommst du Jumu'ah-Gebet? Wallahi, das macht mich so sauer. Jumu'ah-Gebet, der Imam kommt auf die Mimbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Der schreibt. Der Imam Khutbah, der schreibt. Wallahi, ich will dieses Handy nehmen, Bruder. Wenn ich das sehe, ne? Ich will dieses Handy nehmen und nur wegwerfen. Ja. Mit dem Handy Suplex zusammen. Boom. Habibi, leg doch dein Handy für 20 Minuten weg. Ja, Selami, was ist los? Leg das doch weg.
Hör doch mal den Imam zu. Hör den Imam, ist egal, ob es kaputt geht, Bruder, ist nicht schlimm. Es ist etwas Weltliches, können wir doch ersetzen, Bruder. Jedes zweite Jahr holen wir sowieso neu, weil die uns das erzählen. Hör doch den Imam zu. Du mal das, was ist mit den Leuten los? Ah, ich hab Anruf, geht raus. Ach, wir haben Khutbat al-Jumma. Die Khutbah gehört dazu. Ich warte, wann ist Gebet? Warte mal, ich warte, wenn der Imam mit Gebet anfängt, dann gehe ich rein. Bruder, das, was ich sage, und dann wunderst du dich, dass die Ibadah auf dich nicht wirkt. Ja, ich spüre nichts. Ja, wie willst du denn was spüren, wenn das Herz gar nicht anwesend ist? Das Herz muss anwesend sein. Die ist doch TikTok wichtiger, als was der Imam erzählt. Die ist eine Nachricht in dem Moment wichtiger, als was der Imam erzählt. Normalerweise wäre der Khutbah es nicht mehr erlaubt, mit dem Teppich zu spielen, Bruder. Mit Kieselsteinen gibt es im Hadith, Bruder, das nichts. Du musst aufmerksam zuhören. Ich weiß, wir haben Klammer auf Problematik. Man versteht den Imam nicht, er spricht eine Sprache, die ich nicht verstehe und so. Bruder, gedulde dich, fisabilillah. Gedulde dich. Dann ändere was dafür. Dann rede mit dem Khutbah, dann bemühe dich. Geh zum Imam, bring den Deutsch bei. Ja, Wallah, sag Imam, komm hier, ich rede. Was verstehst du nicht? Ich übersetze für dich. Wir können ja alle nur meckern. Aber es ist dir trotzdem nicht erlaubt, auf dein Handy zu schauen. Ist nicht erlaubt, Bruder. Aber du willst wahrscheinlich gar nicht da sein. Du willst gar nicht da sein im Gebet. Du kommst ja rein oder man hat dich reingebracht. Du willst gar nicht hier sein. Und dann machst du Bewegungen. Dann kannst du auch Sand und Asche essen. Wenn du Nahrung brauchst das nächste Mal. Dann kannst du genau dasselbe tun. Und das müssen wir verstehen. Wollen wir, dass unsere Ibadah wirkt? Wollen wir aus diesem Ramadan rausgehen und etwas mitnehmen? Ich weiß, wir sind jetzt schon am 27. Tag. Und wir haben sehr viel schon erzählt und wir waren in verschiedenen Orten. Und Alhamdulillah, die Geschichten sind zahlreich erschienen. Aber ich habe schon mal gesagt, die Zahl spielt keine Rolle. Bruder, wenn nach dem Ramadan von diesen Leuten 10 bleiben, 5 bleiben, spielt die Zahl sowieso keine Rolle. Du musst dich für dich entscheiden und sagen, ich muss mich mit meiner Religion, ich muss verstehen, was Allah Azza wa Jal von mir will. Ich muss den Koran öffnen, ich muss mit Verstand lesen. Mein Herz muss, wenn Gebet ist, mein Herz muss anwesend sein. Bruder, die früheren Gelehrten sagen, das Herz, was nicht im Gebet anwesend ist, das ist das Gebet eines Heuchlers. Wenn das Herz nicht anwesend ist, Gebet von, guck mal, lies mal über Khushu' im Gebet, Anwesenheit des Herzens im Gebet. Das ist nicht Konzentration, ich konzentriere mich. Khushu' ist Anwesenheit des Herzens. Wenn das Herz nicht anwesend ist, wenn du liest, es gibt manche Bruder, die annullieren dein Gebet. Und ihr wisst, wenn wir beten, denn unser Kopf ist überall außer in der Masjid. Das ist sogar, wenn wir uns versammeln, Vorträge. Bestes Beispiel hat ein Bruder von mir gegeben. Er hat einen Vortrag gemacht. Ein Bruder kommt zu ihm und sagt, Mashallah, Tabarak Allah, super Vortrag. Du hast mich so gepackt, Allahu Akbar. Und dann sagt er zu dem so, er sagt zu mir, ach, ich habe ihn aus Versehen gefragt. Ich wollte ihn das gar nicht fragen. Ach, danke und so, was hat dir am meisten gefallen? Und ich wusste nicht, was er sagen soll. Gar nicht. Da am Anfang. Du hast dir gar nicht zugehört. Warum bist du gekommen dann? Wenn du nicht zugehört hast. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in Hadith bei Tirmidhi, die Anwesenden müssen die Abwesenden ermahnen, Bruder. Verlasst euch nicht auf Videos im Internet. Ihr seid anwesend, Allah wollte, dass ihr anwesend seid. Bitte ermahnt diejenigen, die nicht da sind. Trag das nach außen. Geh nach Hause, sag, Schatz, ich habe einen Hadith gehört. So, so. Es kann sein, dass die 29. auch Laylatul Qadr ist, weil auch wenn wir die Hoffnung haben, dass das auf die 27. fällt, es gibt keine Sicherheit für die 27. Es gibt keine Sicherheit. Also gehst du hin und sagst, ich habe gehört, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt auch, sucht sie am letzten Nacht. Also lass uns in der 29. Nacht uns nochmal anstrengen. Ich habe gehört, ich muss verstehen, was Ibadah bedeutet. Ich muss verstehen, was hinter dem Gebet steckt. Ich muss verstehen, was hinter dem Hijab steckt. Ich muss verstehen, was hinter dem und dem und alles, was an Ibadah es gibt. Ich muss das verstehen. Also lass uns lernen. Wo können wir Bücher, wo können wir Vorträge, wo kann man Unterrichte besuchen, dass ich diese Sachen verstehe und verinnerliche. Dass wir nicht Dummies sind. Sonst sind wir wie Dummies, Bruder.
Es ist schön fürs Auge, aber mehr nicht. Haben wir von nichts. Du hast davon nichts. Ich habe keiner was davon. Mir gefällt es auch natürlich, wenn ich sehe, voll, auch gestern die Aufnahme von Mekka, 27. Nacht, über die ganzen Straßen und so. Das ist eine schöne, Janni, er freut schon das Herz. Es ist schön, das zu sehen. Ja, guck dir Mekka danach an, Bro. Guck dir die Moscheen danach an. Dann erfreut dich gar nichts mehr. Dann weißt du, ob etwas gewirkt hat oder etwas nicht gewirkt hat. Dann weißt du, warum wir es gemacht haben und warum wir es nicht gemacht haben. Was ist denn passiert? Und meiner Meinung nach, Allah weiß am besten, ist genau aus dem Grund. Weil wir die Art und Weise in vielen Sachen kennen, aber den Zweck und Sinn nicht verstanden haben. Wir beschäftigen uns zu sehr mit der Art und Weise und machen diese Art und Weise, aber Sinn und Zweck ist keiner da. Inhalt gleich null, also bleiben nur diese Bewegungen. Darum sagte ich vor Anfang Ramadan im Vortrag, Allah Azza wa Jal braucht von dir keine Lippenbewegung. Allah Azza wa Jal möchte Taten sehen aus dem Herzen. Was meinst du aus dem Herzen? Du musst das verinnerlichen. Du musst verinnerlichen. Wenn du gewisse Dinge aussprichst, gewisse Dinge machst, die musst du verinnerlichen. Brüder und Schwestern. Kein Unterschied. Beide müssen das lernen. Es gibt Ilm, das ist Fard. Das müssen wir beide lernen. Es geht nicht nur, dass der Bruder lernt, die Schwester egal. Die muss genauso lernen. Sie wird die Kinder später erziehen. Das Kind am meisten bei der Mutter. Ist sie unwissend? Ach, ist das Kind am Anfang auch unwissend. Wundert dich nicht, wenn ein Kind dann älter wird und Dinge verlangt und denkst, ey, wie kommt das denn? Sehr, sehr wichtig. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik.